Hallo meine sehr verehrten Damen und Pardon. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir den Simple Alloy Smelter von End.io hergestellt, den wir hier schon sehen. Und heute werden wir uns daran machen, die geupgradete Version davon herzustellen. Und dazu brauchen wir so einige Dinge. Und zwar brauchen wir, ja, ihr seht schon, einiges. Lapis, oh, Quarz brauchen wir. Und Organic Green Dye. Metal with a natural washed out color. Okay, wie kriegen wir die? Ah, mit Slimeball und Clippings and Trimmings. Oder, okay, also wir brauchen so... Ah, okay, also man kann auch einfach einen grünen Farbstoff, einen Kohlepulver und einen Schleimball. Okay, aber nachdem wir Quarz brauchen, ändern wir den Folgenplan ganz schnell und machen uns mal auf ins Nether. Denn wenn wir Quarz brauchen, müssen wir auf jeden Fall dorthin. Und wir machen uns mal auf zu unserem Haus, weil ich würde das Netherportal gerne dort platzieren. Tack, tack, tack. So. Aber mittlerweile haben wir uns ja schon gut was aufgebaut. Eine ganz gute Grundlage. Also wir haben ein komplettes Erzverarbeitungssystem auf die Beine gestellt. Und sind eigentlich relativ gut dabei. Ja, wie schon gesagt, das nächste wird dann eine stabile Nahrungsquelle sein. Und ich würde mal sagen, wir setzen das Netherportal da oben rein. Da so. Vielleicht können wir es da so aufbauen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Spot. 1, 2, 3, zack. Da oben noch rein. So. Dann haben wir das da so ganz gut in die Höhle integriert. Und dann schaut es so aus, als würde man so quasi ins Nether hinein. Feuerzeug bräuchte ich. Das habe ich eh noch da. Jawohl. Zack. Und schon haben wir ein Nether-Portal. Ich leg noch mal schnell. Ich mache mir noch mal schnell eine Kiste. Leg noch mal schnell mein ganzes Zeug ab, das ich jetzt definitiv nicht mitbrauchen werde. So. Und nämlich machen wir uns da eine Kiste. Zack. Kiste, die stellen wir uns ins Weilen da daneben. So, das werden wir nicht mitbrauchen. Das brauchen wir auch alles nicht mit. Zack, zack, zack. Das können wir eigentlich alles rausgeben. Die Schaufel, vielleicht für Soul Sand, ist vielleicht nicht schlecht. Das Essen nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Obsidian brauchen wir nicht. Die Eisengitter, das brauchen wir auch nicht. Die Fackeln wahrscheinlich auch. Nein, im Nether ist eh meistens hell. Wobei, nehmen wir mal mit. Zack, das können wir auch raus tun. Eisen werden wir auch nicht. Oh, wobei, das nehmen wir mal mit. Das und ein bisschen Holz nehmen wir auch noch mit. Die Pfeile werden wir nicht brauchen. Das ist unser Baumaterial. So, dann können wir den Backpack auch nochmal entleeren. Weil das brauchen wir sicher auch nicht mit. Das ganze Zeug da. So. Können wir auch immer schnell in die Kiste rein tun, wenn sich's ausgeht. Ansonsten. Zack, 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 zack. Okay, geht sich nicht aus. Dann craften wir nochmal schnell eine neue. Weil natürlich jetzt kein Holz von dem dabei. So. Dann craften wir uns schnell eine neue Kiste. Damit wir eine Doppelkiste da haben. Jawohl. Zack. Und die Kiste schnell hergestellt. Jawohl. So, da können wir jetzt noch auf jeden Fall viel rein. Nein, das wollte ich mitnehmen. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Den Chisel brauche ich auch nicht. Die Slabs nicht. So, zack, zack. Den Basalt auch nicht. So, und ich glaube, dann haben wir auch das Inventar relativ gut aussortiert und wir schlafen noch. Ah, okay, schlafen haben. Geht sich jetzt nicht mehr aus, egal. Dann essen wir nochmal schnell was.
Okay, bringt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen was. Oh, und Resistance hat das gebracht. Das ist natürlich nice. Gut, und dann gehen wir mal durchs Höllenportal. Also erster Aufenthalt im Nether, juhu. So. Ah ja, und was ich noch erwähnen wollte, weil jetzt gerade der Ladescreen da ist, ab morgen, also ab Montag, wird es dieses Projekt immer nur jeden zweiten Tag geben. Nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag. Denn ich habe ein kleines anderes Projekt gefunden, das mir sehr gefällt und das will ich auch gerne aufnehmen und mit euch teilen. Und deswegen wird Minecraft namenlos jeden zweiten Tag und jeden zweiten Tag um 17 Uhr wie immer das andere Projekt geben. Was das ist, lasst euch überraschen. Morgen wird die erste Folge davon kommen. So, da haben wir schon auf jeden Fall ein bisschen Quarz. Und ich höre einen Gast und der darf uns das Nether-Portal auf jeden Fall nicht auspusten, weil sonst haben wir ein großes Problem. Oh. Ja. Oh. Shit. Gott. Jetzt hatte ich schon Schiss, dass das. Komm her, schieß mich ab. Oh nein, das geht in die Hose. Okay, gut. Dann schauen wir uns nochmal ein bisschen um, weil wir werden sicher noch einiges an Quarz brauchen. Gehen wir hier noch ein bisschen lang. Dieser Gast nervt mich irgendwie ein bisschen. Müssen wir aufpassen, weil da unten geht es ziemlich runter. Dass wir hier nicht runterfallen. Ja, genau das meine ich. So, da unten haben wir auch Magma-Blöcke. Mit denen habe ich noch gar nicht gearbeitet. Was das ist, frage ich mich auch. Ach du Scheiße. Oh, okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, kurzer Cut. Wir sehen uns, wenn ich wieder bei unserem Todeszeitpunkt bin. Yay. So, da sind wir wieder. Ich habe meine Sachen Gott sei Dank alle aufsammeln, noch alle aufsammeln können. Und es ist Gott sei Dank nichts verloren gegangen. Ich hatte schon Angst, dass vielleicht meine Dierspitzhacke oder so einfach in die Lava gefallen ist oder so. Das wäre ja dann nicht so schön gewesen. So. Und ich würde gerne auch so ein paar Magma-Blöcke mitnehmen. Ich glaube, damit kann man ganz gut Deko machen, aber ich darf nur aufpassen, dass ich nicht draufsteige, denn die verbrennen einen, soweit ich weiß, oder machen einem Damage. Oder? Ja, genau. Also auf die darf man nicht so draufsteigen, das ist nicht gut. Kann man sicher auch als Beleuchtungsquelle verwenden, weil die geben mir ja ein bisschen Licht ab, so was ich jetzt so gerade gesehen habe. So, und hier unten haben wir jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar Erze. Jawohl. Hier haben wir ein paar Minitio-Erze. Die werden wir in den nächsten Folgen dann auch brauchen, wenn wir unsere Farm hergestellt haben. Also die Farming Station heißt die dann. Was ist das eigentlich? Dimensional Shard Ore, okay. Keine Ahnung, ob ich das irgendwann mal brauchen werde oder nicht, aber ich nehme es einfach mal mit. Kann ja nicht schaden, das brauchen wir glaube ich nicht. So, dann wo haben wir noch ein bisschen Quarz? Ich brauche Quarz, da hinten haben wir noch Quarz. Okay, dann gehen wir mal da nach hinten. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht allzu viel Schaden nehmen. Jawohl. So, da haben wir noch ein bisschen Quarz, sehe ich. Denn deswegen sind wir ja eigentlich hergekommen. So, erstmal das Feuer ausmachen hier. Weil wenn man in Nether brennt, ist das verheerend. Denn man kann ja auch kein Wasser setzen im Nether. Und da kann man sich eigentlich nicht löschen. Und das ist. Ja. Oh, und Lava ist auch ganz gefährlich. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Fuck, 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 fuck. Gut, Leute. Das war's dann auch schon für diese Folge, würde ich sagen. Unsere Items sind futsch. Die sind alle in der Lava verbrannt. Ich werde schauen, dass ich die bis zur nächsten Folge mal irgendwie nachproduziere, nachkriege. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Macht's gut, bis dann und ciao.